trotzdem keine Chance. In der Mitte hat er einen Bauch. Ja, zwei muss ich auch noch reden. Ist schon schwierig, ne? Mal ein bisschen zurück. So, bevor wir jetzt den Oberst hier empfangen, habe ich Ihnen noch zwei Wörter zu sagen. Wie ihr alle wisst oder schon gehört habt, werde ich Freitag den Bund der Ehe schließen. Ui.
Ja, und das ist ja nichts Besonderes in meinem Alter, aber... Normal schon. Ja, wer liebt einen noch? Ja, genau. Also wir werden Freitag um 11 Uhr in der Burg Dringenberg heiraten. Ich habe gedacht, Monika ist hier, dann hättest du mich noch drin, sie können, aber jetzt ist es zu spät. Also wer möchte und wer Zeit hat, jeder ist herzlich gerne eingeladen, da hinzukommen. Es gibt auch ein bisschen zu essen und ein bisschen zu trinken. Wir werden da einfach... Stillgestanden! Das Gewehr! Über! Präsentiert das Gewehr! Zur Meldung an den Oberst, die Augen, links! Angekommen, es ist alles schön da. Es ist alles sauber, es wird viel mit dem Kopf gearbeitet, ganz toll. Aber richtig Anerkennung hat dann der Herr bei mir bekommen. Wir durften dann in die Büroräume reingehen und da haben die Büros da besichtigt. Und ich sage, was ist das denn da? Da ist ein Klappbett. Wenn die Abgeordneten länger arbeiten müssen, dann schlafen die da in dem Büro. Ich sage, hast du auch so ein Ding? Nein, nein. Hör genau zu. Ich schlafe in der Jugendherberge. Das ist die Jugend. In der Jugendherberge? Hat er ja gar nicht nötig. Das war eine schöne. Ja, aber da habe ich ein einzelnes Zimmer mit dabei. Der einzige Nachteil ist, da ist eine Etagendusche. Die muss ich mir teilen mit 3-4 Mann. Und putzen muss ich es auch. Boah. Würde einer von uns einen Urlaub buchen, in einem Hotel mit Etagendusche? Wenn du Frauen oh, wenn ich also aufgucke, also gehen, ne? Da, ne? Steht das Schwert zum Empfang unseres Kinderprinzen. Die Augen links! Gewehr, über, Gewehr, ab, rührt euch. Moin, Luca. Moin, Luca. Jetzt holt einer die Luft und dann sagt er, moin, Schützen, ja? Holt die Luft und jetzt haut einen raus. Moin, Schützen. Moin, Schützen. Das schreckt ihn nicht, ne? Das hast du sehr gut gemacht. Wir sind stolz auf dich, ja? So, und jetzt, habe ich was vergessen? Moin. Und jetzt weggedreht zum Umzug. Gewehr! Über! Präsentiert das Gewehr! Zum Empfang unseres Kronprinzen! Mit seiner Kronprinzessin! Nur gucken, die anfassen, ne? Die Augen! Klick!
Jetzt darf man raus. Moin Schützen! Moin Koblenz! Moin Blattkapelle Reden! Moin Koblenz! Moin Spielmann zu Künzen! Moin Koblenz! Fertig? Ja, fertig. Ich glaube, der redet nicht so wie er. Er wollte jetzt gerade sagen, ich möchte ausdrücklich betonen, dass mein Papa keinen Einfluss hatte, ihn an keinster Weise beeinflusst. Das wollte er jetzt gerade sagen. Ja? Ja. Ja. Der Einfluss ist bloß ich. Der Einzige, der Einfluss hat, war Mama. Ini! Und also ich habe wirklich nichts gesagt. Ja? Ich habe nichts gesagt, komm her, du kannst auch mal schießen. Ich habe gar nichts gesagt. Und das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Das heißt ein bisschen, das macht mich richtig stolz. Klar, weil er ganz alleine da vorne hingegangen ist und hat geschossen. Und wenn ihr, hat geklappt. Wenn ihr in den nächsten Tagen den Computer hochfahren, den Computer hochfährt, dann seht ihr die einzelnen Bilder mit dabei. Die hat René am Start und darauf bin ich auch stolz. Das ist nicht gerade ganz einfach, weil das Programm kann man kaufen, aber das ist alles von ihm selber programmiert. Programmiert. Jawohl, das macht er. So, ich sage natürlich auch Katharina, herzliches Dankeschön. Hat gar nicht gezickt. Sofort, ne, hat sie die Gewehr gesehen und sie war mit dabei. Ich darf auch begrüßen Adrian Lohmann mit Lea Friedrich, die gerade links von mir stehen, und ganz links Lennart Kunz und Daniela Dich. Wir wollen unser Kronprinzenpaar mit dem Hofstaat einmal hochleben lassen. Sie sollen leben! Oh! Schützenbataillon! Spielmann zu! Blaskapelle! Ah ja, ihr müsst ja vortreten, genau. Ja. Unser Dr. Präsident ist hier. Jetzt in der Morgen, Majestät. Spielmann, du musst ein bisschen aufrücken. Dann können wir. Er lacht dann wieder. So, Schützenbataillon! Die stand! Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt antun kann. Ich habe sie schon gesehen. Die sind so schön. Die sind so schön. Also wer Blutdruck hat, der nimmt jetzt nochmal eine Tablette. Das Gewehr! Über! Zum Empfang unserer Majestäten präsentiert das Gewehr! Und nochmal, guckst du? Ah! Nehmen wir mal auf. Oh je, yeah, jetzt gibt's Handschellen. Ah, ich komm nicht raus! Nicht anfassen! Nur gucken! Also sind sie festgenommen, ne? Und ich hab nicht den Schlüssel dafür. Jetzt Johanna mit. Die Augen! Links! Thank you.
Bataillon gehört dir. Wunderbar. Ich möchte mich bedanken, dass ihr alle gekommen seid. Ich halte jetzt keine große Ansprache, weil uns die Zeit fehlt. Aber ich werde in der Halle noch etwas sagen. Ich habe mich bei ganz vielen Leuten zu bedanken. Und jetzt machen wir erstmal hier weiter. Es gibt noch eine wunderschöne Überraschung, die ich mir gewünscht habe. Von der Blaskapelle und Jose. Und dafür sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank. Auch dir, Katharina. Vielen Dank. Denn dieses Recht gehört mir eigentlich nicht, aber trotzdem. Ihr habt mir den Wunsch erfüllt. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich auf dem Dach habe. Alle gucken. Wer hätte heute gedacht, dass wir hier zum Arbeiten waren? Ja, auf jeden Fall. Zepter, Krone, Apfel wird abgeschossen, es kehrt ein bisschen Ruhe ein und dann kommt Uwe wie ein Wurm unter der Glasnarbe hervor und dachte, jetzt schieße ich mal mit 3-4 Schuss den Vogel ab. Ich sage, Uwe, den Zahn kann ich mir schon mal ziehen. So einfach ist das nicht. Ja. Naja, aber dann hat es nachher ja doch geklappt, er kam dann wieder hervor, hat geschossen, das war wunderbar und jetzt kommen die ersten Worte, die er oben im Wald gesagt hat. Meine Frau weiß von nichts. Dachte ich, was für das für eine Baustelle wäre. Nein, aber dann kam die liebe Waltraud hoch, hat gelächelt, hat sich gefreut und hat sich gefreut und hat sich noch mehr gefreut. So war das dann. Jawohl. Hofstaat. Da Maria und Clemens von der Logistikbranche wieder kommen. Handy, tipp, 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 tipp. Kurze Hand. Jo, wir sind mit dabei. Dankeschön, das war das. Das ging ganz schnell. Und richtig toll, ich hätte ja was anderes eigentlich gesagt, aber richtig toll war gestern Abend, Uwe. Da hat er erklärt, warum er das jetzt gemacht hat. Die Kinder sind ja schon groß. Wer weiß, wie lange die Kinder noch da sind. Und deswegen hat er geschossen. Sehr, sehr nett. Sebastian ist auch nochmal mit dabei, mit Johanna. Wer weiß, was mit euch beiden noch alles passiert. Ne? Ja, jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen Blut lecken. Und dann schauen wir mal. So, und jetzt kommt die Überraschung des Tages. Wir machen das wie die Fischerchöre. Unser König hat heute Geburtstag! Ständchen, unser Geschenk für dich, Uwe. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Bei 4 geht's gleich los. Wir machen B-Dur. Ist er drauf? Bei 4 geht es los. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Schutzmanöver! Hopp! Links! Hilf ist auch der, der was reden will. Gewehr! Hopp! Rüber! Fahnenabordnung, Majestäten, bitte einmal vortreten. Eine Rede zu halten, ist bestimmt nicht einfach. Ich darf nach vorn bitten, den Minister des Landtages, Herrn Matthias Köhl. Ja, verehrter Oberst Matthias Rasche, auch wenn ich nicht Minister bin, so bin ich Landtagsabgeordneter. Ich denke, das muss ich zumindest erstmal eingangs klarstellen. Verehrte Damen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, verehrtes Königspaar, Dr. Uwe und Dr. Waltraud Schicketanz, muss ich mal überlegen. Dann natürlich Kronprinz René Rasche und Katrin Schicketanz, lieber Bürgermeister Burkhard Deppe, den ich hier im Hintergrund sehe. Den Oberst habe ich schon begrüßt. Sehr geehrte Schützen und Musiker, liebe Festbesucher. Im Rahmen des Resener Schützenfestes sind wir heute am Kriegerehrenmal zusammengekommen, um den kriegsgefallenen und verstorbenen Schützenbrüdern zu gedenken. Kameraden und Vorfahren, die in den Kriegen im Aus- und Inland zum Opfer fielen. Zurückgeblieben sind viele Familienangehörige und jene, die noch heute um ihre Verwandten trauern. Ein schreckliches Schicksal, das sich auf keinen Fall jemals wiederholen darf. In diesem Jahr jährt sich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Von 1914 bis 1918 versank die Welt im Chaos. 40 Nationen führten gegeneinander Krieg, fast 70 Millionen Menschen waren involviert. Der Erste Weltkrieg gilt als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und war für Europa der Auftakt des noch mörderischen Zweiten Weltkrieges. Die Augen links!
Leute. Aus! Bildstand! Das Gewehr! Über! Präsentiert das Gewehr!
Danke dir, Robert. Ich bin immer kurz. Ich wollte ja eigentlich schon etwas sagen, als wir abgeholt wurden, meine Frau und ich. Aber wir waren ja schon weit über der Zeit und deshalb sage ich das jetzt hier. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass so viele da sind. Und ja, das Schützenfest an sich ist sehr überraschend, wenn man jetzt das Königspaar ist. Ist ein bisschen anders als sonst, aber es ist irre. Macht viel Spaß und ja, so im Mittelpunkt zu stehen, ja, fällt mir ein bisschen schwer. Auch beim Theaterspielen bin ich immer sehr aufgeregt, aber es ist ähnlich, genauso schön. Ja. Ich möchte noch Dank sagen, und zwar insbesondere erstmal der Straße zur Quelle, die so viel vorbereitet haben, dass unser Haus so schön geworden ist. Das Schmücken und all die Arbeit, die haben wir einfach jetzt überwiegend machen lassen. Ich habe nur ein bisschen Rasen gemäht, aber alles Weitere wurde von der Quelle. Und da möchte ich ganz besonders auch noch Agnes Schäfers benennen, die den wunderbaren Kranz gemacht hat um die Tür herum oder um den Eingang herum. Und die Sebastian und mich ja derzeit auch vertritt in der Küstertätigkeit. Vielen Dank, Herr. Sonst ist ja meine Aufgabe, für Film und Foto auch zu sorgen. In diesem Jahr übernimmt das Luca Krull und Ute Bäumlin, die dort steht. Vielen Dank. Nochmal vielen Dank an die ganze Familie Bäumelin, die auch für ganz viel gesorgt hat, dass wir am Donnerstag zum Fronleichnam so ein schönes Fest feiern konnten. Wie nennt man das Fest? Schmückefest. Ja, genau. Und da wir ganz viel getan haben. Noch ein besonderer Dank auch an die Blaskapelle Reelsen. Besonders an Josef und Katharina, die mir den Wunsch erfüllt haben, so einen Choral zu spielen. Das fand ich wunderbar, ergreifend und schön. Vielen Dank. Danke. Dann muss ich auch noch Dank sagen für Benedikt und für Elina Grau, die immer wenn Maximilian schlafen gehen muss, auf ihn aufpassen. Und dass das alles so reibungslos funktioniert. Jetzt bin ich aber fertig und möchte mich bei allen bedanken, die ich sonst noch vergessen habe, die es also ermöglichen, so ein wunderbares Fest. Insbesondere vielen Dank an die gesamte Schützenbruderschaft, besonders Matthias Asche. Danke. Und auch ein Dank an Matthias Göken für die Ansprache, die fand ich beeindruckend. Und wichtig, dass wir daran denken, dass Europa zusammengehört und wir gemeinsam auch dafür kämpfen müssen, dass wir unterstützend wirksam sind, auch in Krisengebieten und unsere Grenzen nicht zumachen. Danke. Thank you.
Tanzfläche wieder mit Präsentiermarsch. Thank you.
Wunderbar, danke schön. So, und schon sind wir beim nächsten Highlight des heutigen Nachmittages. Wir wollen natürlich jetzt und hier unsere Jubiläumsköniginnen ehren. Ich fange an mit der Königin vor 50 Jahren, die leider heute nicht hier sein kann, Lucia Gürbel. Sie war vor 50 Jahren Königin hier in Reelsen. Königin vor 40 Jahren, Miriam Simon, kann leider auch heute aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein. Sie war vor 40 Jahren hier in Reelsen Königin. Aber jetzt kommen wir noch zu den Aktiven, sage ich mal. Königin vor 30 Jahren, ich darf Sie nach vorne bitten, Agnes Schäfers. Das Königspaar überreicht dir jetzt einen Blumenstrauß und dann kannst du gerne mir den Blumenstrauß geben, weil der König dann mit dir einen Walzer tanzen möchte. Ach, von mir, Entschuldigung, der Johannes möchte das machen.